Hey zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Anlässlich des kälter werdenden Wetters habe ich mir gedacht, dass ich euch heute mal wieder ein paar Herbstbücher vorstelle. Und zwar habe ich einmal die Bücher rausgesucht, die ich gerne diesen Herbst lesen möchte und welche, die ich euch sehr stark ans Herz lege, in den nächsten Monaten zu lesen, weil sie meiner Meinung nach einfach perfekte Herbst-Vibes haben und sich super eignen für einen kuscheligen Lesetag mit einer Tasse Tee und schlechtem Wetter. Und ja, ich würde sagen, ich quatsch gar nicht so lange und wir starten direkt mit den Herbstbüchern. Ich beginne mal mit den Büchern, die ich gerne im Herbst lesen möchte. Es sind auch gar nicht so viele. Ich habe mir erstmal nur 4 vorgenommen, weil meistens ja dann doch irgendwie so ein paar Bücher sich ein bisschen dazwischen drängeln und ich wollte es gerne realistisch halten, damit ich wirklich auch alle Bücher von dieser Liste schaffe. Und das erste Buch ist Die Toten von Fleet House von Lucinda Riley. Und wenn das nicht absolut herbstlich aussieht, dann weiß ich auch nicht. Es handelt sich hierbei um einen Kriminalroman, der spielt an einem Internat, was ich schon mal super cool finde. Und an diesem Internat wird eines Tages ein Schülertod aufgefunden und es besteht die Vermutung, dass es sich hierbei um einen Mord handelte. Und als dann wenig später ein Lehrer Selbstmord begeht und ein weiterer Schüler verschwindet, nehmen die Dinge an dieser Schule so ihren Lauf. Und ich finde, es klingt super, super spannend und düster und ich hoffe, dass es perfekt geeignet ist für einen gemütlichen Lesenachmittag. Und ich freue mich, ich habe noch nie was von Lucinda Riley gelesen, deswegen freue ich mich total und hoffe sehr, dass mir das Ganze gefallen wird. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr das Buch schon gelesen habt. Ich hoffe, dass es so herbstlich ist, wie ich es mir davon erwarte. Wir werden es dann sehen und ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie es mir gefallen hat, wenn ich es gelesen habe. Dann habe ich mir ein Buch rausgesucht, das vielleicht auch gar nicht mehr so richtig auf die Herbstleseliste gehört, weil ich es unbedingt im November lesen möchte. Und zwar Niemand liebt November von Antonia Michaelis. Also wann sollte man dieses Buch lesen, wenn nicht im November? Antonia Michaelis hat einen sehr, sehr atmosphärischen und stimmungsvollen Schreibstil, was ich sehr, sehr gerne mag. Und deswegen denke ich, dass das auf jeden Fall ein perfekter Kandidat für die kommenden Monate ist. Jetzt ist ja gerade eine Wespe reingeflogen. Geh weg. Geh doch einfach raus. Das Fenster ist doch raus. Außerdem steht das Buch auch schon super, super lange auf meinem Sub. Ich glaube, ich habe das wirklich schon 3 Jahre oder so ungelesen in meinem Regal rumstehen und es verstaubt. Und deswegen soll es dieses Jahr endlich gelesen werden. Wirklich seit 2 Jahren erzähle ich, glaube ich, auf diesem Kanal, dass ich das Buch im November lesen möchte. Aber dieses Jahr werde ich es auch wirklich tun. Ich verspreche es euch. Machen wir weiter mit einem Buch, von dem ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, ob es überhaupt im Herbst spielt. Aber irgendwie spricht es mich sehr an. Ich glaube, es wird gut in die Jahreszeit passen. Und zwar habe ich hier It Only Happens in the Movies von Holly Byrne. Ich habe hier bisher nur ein Buch von der Autorin gelesen. Und zwar war das The Places I've Tried in Public. Das habe ich sehr, sehr doll geliebt. Und deswegen wollte ich unbedingt mehr von der Autorin lesen und habe mir dieses Buch hier geholt. Und ich finde, irgendwie mit diesem Popcorn und dem ganzen Kino-Setting passt es irgendwie ganz gut in den Herbst. Ich hoffe, dass sich das bestätigen wird, sobald ich es lese. Es handelt sich hier um eine Liebesgeschichte. So viel mehr weiß ich auch irgendwie nicht. Ich erhoffe mir davon, dass es etwas ganz anderes wird als das, was man sonst so liest aus dem Genre. Es ist auch Young Adult, deswegen bin ich mal sehr gespannt. Aber nachdem ich The Places I've Cried in Public so sehr überzeugen konnte, habe ich recht hohe Erwartungen und hoffe, dass es mir sehr, sehr gut gefallen wird. Ich habe auch irgendwann schon mal reingelesen. Bis Seite 46 bin ich da gekommen. Ich weiß nicht, was dann passiert ist, warum ich es nicht weitergelesen habe, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr doll auf dieses Buch und habe es mir deswegen auf meine Leseliste für den Herbst gesetzt. Und dann sind wir auch schon beim letzten Buch angekommen tatsächlich. Und zwar ist das Die geheime Geschichte von Donna Tartt. Also wenn das nicht das typischste Herbstbuch ist, was es gibt, dann weiß ich ja wohl auch nicht. Das Ganze ist Dark Academia. Auch das spielt, glaube ich, an einer Uni. Ja. Und es geht irgendwie um eine Freundesgruppe und mehr weiß ich nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Wie gesagt, ich lasse mich super, super gerne überraschen. Ich habe von diesem Buch hier bisher nur Gutes gehört und deshalb bin ich einfach nur unglaublich gespannt und hoffe, dass es mir genauso gut gefallen wird wie dem ganzen Rest des Dark Academia Fanclubs. Und ja, ich bin echt gespannt. Ich glaube, das ist was ganz anderes als das, was ich sonst so lese. Deswegen freue ich mich hier total drauf und hoffe sehr, dass mir das gut gefallen wird.
Ja, das ist erstmal meine Leseliste für den Herbst. Wie gesagt, wollte mir nicht zu viel vornehmen, weil ich doch ein ziemlicher Stimmungsleser bin und da bestimmt noch ein paar Bücher dazukommen werden. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich habe hier ja noch einen Stapel neben mir liegen mit Büchern, die ihr vielleicht auf eure Leseliste schreiben könnt. Und ich starte mit einem Buch, das ich erst vor ganz kurzem gelesen habe. Und zwar ist das Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Das Buch jetzt zu lesen bietet sich sowieso total an, weil da ja jetzt gerade noch der Film in den Kinos läuft und vielleicht ja auch bald auf irgendwelchen Streamingdiensten verfügbar ist. Und das Buch hat einfach eine so, so magische und auch ein bisschen düstere Stimmung, weshalb ich denke, dass das auf jeden Fall perfekt geeignet ist für die Jahreszeit. Ich weiß gar nicht genau, wie ich euch den Inhalt dieses Buches hier beschreiben soll. Es geht um ein Mädchen, das quasi ganz alleine in der Marsch lebt, also mitten in der Wildnis und sich da irgendwie selbst versorgen muss, weil ihre Familie sie verlassen hat und sie ganz alleine dort groß geworden ist. Parallel passiert dann noch ein Mord in der Stadt, um den es so ein bisschen geht. Es gibt eine Liebesgeschichte, die sehr, sehr schön ist und es ist einfach ein sehr facettenreiches, sehr spannendes Buch und lebt vor allem durch die Atmosphäre, einfach diese ganze Natur, wie es beschrieben wird und die Atmosphäre, wie es ist, dort ganz alleine aufzuwachsen. Es ist einfach richtig, richtig toll gemacht. Es ist unglaublich gut geschrieben. Ich habe das Buch sehr, sehr gerne und ich glaube in 3 Tagen durchgelesen und kann ich auch den Film empfehlen. Ich fand ihn bei weitem nicht so gut wie das Buch, aber habe ihn trotzdem ganz gerne geschaut. Ja, mochte das sehr gerne, deshalb ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Weiter geht's mit einem Buch, das ich euch jetzt schon länger nicht mehr gezeigt habe. Und zwar ist das The Ending von Ian Reid. Das Ganze ist, ich würde sagen, ein Psychothriller, der sehr, sehr abgefahren und mega verrückt ist. Also ich habe wirklich seit diesem Buch niemals irgendwas Vergleichbares gelesen und auch nichts, glaube ich, was mich so sehr schockiert hat wie dieses Buch. Es ist wirklich nichts für schwache Nerven, das sollte man wissen. Es ist meiner Meinung nach sehr, sehr gruselig und auch recht spannend. Aber wenn ihr Lust habt auf ein bisschen was Gruseliges, was wirklich nervenzerreißend ist und ein sehr, sehr einzigartiges Leseerlebnis, dann ist das hier die perfekte Wahl. Es geht um eine Frau, die mit ihrem Freund zu seinen Eltern fährt, um sie kennenzulernen. Sie ist sich allerdings ihrer Beziehung gar nicht mehr so sicher und überlegt die ganze Autofahrt über, ob sie sich nicht von ihm trennen sollte und weiß aber nicht so richtig, wie sie es ihm sagen soll und hadert deswegen die ganze Zeit so ein bisschen mit sich. Sie kommt dann aber irgendwann bei den Eltern an und ab da nehmen die Dinge ihren Lauf. Es ist wirklich, ich fand es brillant. Ich habe das Buch innerhalb von einem Tag durchgelesen. Es hat mich wirklich sprachlos zurückgelassen und ich fand es sehr, sehr spannend. Ja, im völligen Kontrast dagegen habe ich hier Den Mund voll ungesagter Dinge von Anne Freitag. Ich möchte dazu gar nicht mehr so viel sagen. Das Buch ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Es ist eine wunderschöne LGBTQ-Geschichte. Ich liebe die beiden Protagonistinnen. Anne Freitags Schreibstil ist so, so schön. Ich finde, dass sie einem mit der Sprache immer super viel irgendwie mitgibt und jedes Mal, wenn ich es lese, bin ich einfach nur zu Tränen gerührt, weil ich es einfach so, so doll liebe. Ist jetzt vielleicht nicht ein typisches Herbstbuch, aber es ist so ein bisschen verregnet und ich finde, es hat einfach eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, gerade durch Anne Freitags Sprache. Falls ihr schon immer mal nach diesem Buch greifen wolltet und nach einem perfekten Moment gesucht habt, dann ist das jetzt auf jeden Fall euer Zeichen, es endlich zu lesen. Jetzt wird sie richtig windig, oder was? Ja, und dann sind wir auch schon beim letzten Buch angekommen. Und ich finde, es ist perfekt, um dieses Video abzurunden, denn es ist ein weiteres Buch von Antonia Michaelis. Und zwar Die Worte der Weißen Königin. Das Buch hier erinnert mich von der Stimmung und auch ein bisschen von der Handlung her an den Gesang der Flusskrebse. Denn auch hier geht es um einen kleinen Jungen, der alleine in der Wildnis zurechtkommen muss, denn sein Vater ist Alkoholiker und sehr, sehr gewaltsam. Er beschließt, von zu Hause auszureisen und streunert dann eben so ein bisschen durch die Wälder. Und das Buch ist sehr magisch und auch ein bisschen verwirrend teilweise, weil man manchmal nicht genau weiß, ob der Junge so ein zuverlässiger Erzähler ist. Denn manchmal passieren Dinge, die eigentlich so in echt nicht so wirklich stattfinden könnten. Das Buch hat einfach so eine mystische und einnehmende Atmosphäre, was halt auch hier wieder an Antonia Michaelis Schreibstil liegt, der einfach unfassbar schön und detailreich und einfach, ich weiß auch nicht, ich liebe es total. Und deswegen ja, ist das auf jeden Fall auch
eine Empfehlung für den Herbst. Ja, hier nochmal im Überblick alle Bücher, die ihr auf jeden Fall auf eure Leseliste für den Herbst schreiben solltet. Ich liebe sie alle sehr, sehr doll. Ich hoffe, dass etwas für euch dabei war und ich euch vielleicht ein bisschen inspirieren konnte. Schreibt mir doch super gerne in die Kommentare, was ihr unbedingt im Herbst lesen möchtet oder was eurer Meinung nach ein perfektes Herbstbuch ist. Wie gesagt, meine Liste hat noch Platz für Ergänzungen und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Ich wünsche euch noch einen ganz wunderschönen Tag. Macht's euch gemütlich und bis dann. Ciao!